Matthias, 50%, ein verloren, ein gewonnen. Was denkst du von diesem Turnier? 50% ist natürlich ein sehr gutes Ergebnis für mich, wenn ich halt als Elo-Schwächster in den Turnier starte. Also mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, aber die Niederlage ärgert mich immer noch ein bisschen, weil es halt sehr unnötig war, einfach ein einziger Einsteller. Ja, diese Niederlage war in der ersten Runde. Er dachte, ich denke, 20, 25 Minuten und dann spielt er Springer E4. Was dachtest du in diesem Moment? Ich dachte halt, nach König G1 ist einfach Remis und ist es ja auch, wenn es Turm A3 nicht gibt. Ich meine, ich kann halt immer noch auf E4 nehmen und dann muss ich wahrscheinlich die Dame opfern, aber ich glaube, ich habe immer noch gute Remis-Chancen, wenn ich das mache. Oder zumindest werde ich noch lange kämpfen und nach Turm A3 war die Partie halt sofort vorbei. Und ich denke, dass er hat es auch nie gesehen, ne? Dass es gewonnen war in diesem Moment, oder? Na gut, also Turm A3 hat er sicherlich gesehen, als er Springer E4 gespielt hat. Ich meine, ich glaube, wir dachten beide am Anfang, dass ich gar nicht die Dame opfern muss, dass ich auch nach Turm C7, also Läufer E schlägt E4, Turm C7, Dame A8 machen kann, Turm C8, Dame B7, aber dann gewinnt, glaube ich, Dame D4, König G3 und irgendwie kann er Mattdrohungen aufstellen und gewinnt. Aber ich glaube, wir dachten am Anfang beide, dass es Remis sein sollte, aber ich dachte halt, König G1 ist noch einfacher, da muss ich nicht so viel rechnen, aber war natürlich dann sofort verloren. Und die Gewinn, das war gegen Vijay Anand. Was für ein Partie war das? Eigentlich gefühlt kein besonders spannendes. Ich hatte nichts aus der Eröffnung rausgeholt und dachte, es ist nicht wirklich was los in der Stellung. Und dann hat der Läufer D5 gespielt. Ich glaube, es war auch als Vereinfachung gedacht und wo die Partie dann verflachen soll. Aber ich kann halt konkret mit Springer B5 Turm C1 spielen und auf einmal hat er riesige Probleme. Und ich denke, irgendwas dabei hat er halt übersehen. Und ja, gut, ich musste dann, also Turm A2 hat mich ein bisschen überrascht, aber war natürlich der beste Versuch aus praktischer Sicht. Und ich musste dann E4 finden, aber ich glaube, dann stehe ich wahrscheinlich technisch auf Gewinn. Er hätte vielleicht noch bessere Versuche machen können, aber es war dann schon wahrscheinlich verloren für ihn. Und was wollen die nächste Turnier für dich sein? Steht noch gar nicht genau fest. Also ansonsten Bundesliga ist das nächste, was ansteht bei mir, aber In sonst Berlin, die letzte genau, Wochenende. ja, im Anfang Mai. Aber sonst steht vorher, glaube ich, erstmal kein Schach mehr an. Und welches Team spielst du? Da Saison. Ah, das ist so. Okay. Was ist die Situation? Was gibt's hier? Was spielen Sie vor mit dem Team? Ja, gut, unser Team wird sicherlich nicht mal um den ersten Platz mitspielen können. Ich glaube, wir sind irgendwo Fünfter oder so in der Liga. Also um Abstieg kämpfen wir auch nicht. Also im Prinzip geht es darum, halt noch ein gutes Ergebnis zu zeigen und Okay. irgendwie vielleicht noch relativ weit vorne zu landen. Aber Erster ist fast schon unmöglich. Okay. Und sollst du auch in die Blitzturnier spielen? In Berlin? Ja. Okay. Wir sollen uns schauen. Danke für. Ja, gerne.